Digitalisierung. Der Begriff schwirrt seit einigen Jahren durch unsere Nachrichten und unsere Politik. Trotzdem können sich viele Menschen kaum etwas Konkretes darunter vorstellen. Einige denken sofort an Roboter, andere an superschnelle Computer. Ein wichtiger Aspekt sind auf jeden Fall die digitalen Medien, denn gerade dort gibt es für Nutzer viele Herausforderungen. Im Medienbereich ist natürlich die Frage, wie kriegt man es hin, dass einerseits die Chancen genutzt werden können, überall kommunizieren zu können und auf der anderen Seite aber auch bei dieser Fülle von Informationen dafür zu sorgen, dass das, was man sieht, auch so behandelt werden kann, dass man sich die Fakten raussucht und dass man das, was wirklich stimmt und das, was einen weiterbringt, auch wirklich findet. Oft ist es gar nicht so einfach, das zu finden, was einen wirklich weiterbringt. Nicht zuletzt, weil Menschen nicht richtig lernen, mit den komplizierteren technischen Mitteln umzugehen. Bildung ist ein ganz zentraler Punkt und das ist auch ein Punkt, wo es auch um das Thema Gerechtigkeit geht, weil wenn nicht jeder die gleichen Chancen bekommt, weiterzukommen und sich auch digital beteiligen zu können, digital vorzubereiten oder fortzubilden, dann ist es so, dass ein bestimmter Teil der Gesellschaft abgehängt wird und das ist halt ein grundsätzlicher Punkt, um den wir uns kümmern wollen. Beispielsweise, wenn wir an die Schule denken, reicht es nicht, dass Kinder mit einem iPod oder einem Telefon ausgestattet sind, womit sie irgendwie ins Netz gehen können, sondern die Qualifikation der Lehrerinnen und Lehrer ist da ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auf der Höhe der Zeit bleibt. In Deutschland werden immer wieder Stimmen laut, die behaupten, die Politik habe die Digitalisierung hier verschlafen. Um die Vorteile der digitalen Revolution aber voll ausnutzen zu können, müssen die Grundlagen erst einmal stehen. Also in einem Bereich läuft es gerade richtig an, das ist der Infrastrukturausbau, Breitbandversorgung, das sind so Stichworte, die auf jeden Fall angegangen werden müssen, aber danach folgen ganz viele andere Sachen, wo wir auch noch nacharbeiten müssen und wo wir sehen müssen, dass wir da vorankommen. Um über all diese und andere Aspekte der Digitalisierung zu sprechen, lud SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp am Montag zur Diskutierbar ein. Unter dem Motto Digitalisierung in NRW, Duisburg als Smart City, hatten Interessierte die Chance, ihre Fragen miteinander und mit Experten aus der SPD zu diskutieren. Die Partei setzt mit dieser Idee auf die Nähe zu den Duisburger Bürgern. Duisburg als Smart City war Thema gestern Abend bei der Diskutierbar und die Veranstalterin, Organisatorin dieses Abends ist heute Abend bei uns zu Gast, die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipps. Philipps, herzlich willkommen bei uns. Grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend, vielen Dank. Wie smart ist Duisburg denn aus Ihrer Sicht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, noch nicht am Ende der Smartheit sozusagen, aber auf einem guten Weg. Und das haben wir gestern gelernt. Also es gibt eine ganze Menge Initiativen und ich glaube, wir sind guter Dinge, dass Duisburg bald ganz smart sein kann. Was würde denn aus Ihrer Sicht, Frau Philipp, dazugehören, dass Duisburg smarter sein kann, als es vielleicht aktuell ist? Also wir fühlen uns vielleicht manchmal smart, vielleicht sind wir es ja gar nicht so sehr. Also das eine ist, mit dem Smartphone durch die Gegend zu laufen. Das andere ist, glaube ich, sich das Ganze auch zu nutzen zu machen. Und da haben wir gestern auch verschiedene Bereiche thematisiert. Also einmal das ganze Thema Infrastruktur. Was gehört dazu? Breitbandausbau. Ich brauche erstmal schnelles Internet in der ganzen Stadt. Also Schulen natürlich an erster Stelle. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Schulen ans Netz kommen oder an schnelles Internet kommen. Ja. Das zweite ist der Bereich Verkehr. Also wie kann ich intelligente Verkehrslösungen damit herbeiführen. Das Thema Stau beschäftigt uns alle. Ich glaube, da ist eine ganze Menge Luft nach oben. Und wie kann ich auch als Bürger eigentlich in der Stadt Duisburg dieses Thema Smart City für mich nutzen? Und da sind wir eigentlich schon sehr schnell bei der Veranstaltung gestern Abend, zu der Sie eingeladen hatten, denn die Bürger sind ja diejenigen, die am Ende des Tages auch nicht nur diejenigen sein sollen, die die Stadt smarter machen, sondern auch davon profitieren sollen, dass Duisburg smarter wird. Wie reagiert denn der Duisburger, die Duisburgerin auf das Thema Smart City? Sehr unterschiedlich. Was wir gestern gesehen haben bei den Teilnehmern, das war eine offene Runde, also es konnte jeder kommen, der Lust hatte, war, dass noch gar nicht alle so richtig was unter dem Begriff Digitalisierung verstehen. Auch Smart City erstmal so ein Begriff ist, wo niemand oder nicht alle so richtig was mit anfangen können. Und da musste man erstmal so ein bisschen informieren. Deswegen hatte ich ja auch zwei kompetente Gäste eingeladen, um mal zu erklären, was heißt das eigentlich. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn wir jetzt in Duisburg einen Dezernenten für Digitalisierung glücklicherweise, das hat noch nicht jede Stadt,
Stadt, da sind wir schon ziemlich weit vorne, dass Emma gezeigt hat, was kann die Stadtverwaltung eigentlich zum Thema Smart City beitragen. Und da ist ganz viel Bürgerservice und im besten Fall dann auch natürlich Verbesserung für den Bürger in der Stadt dabei. Ja, das sieht man wahrscheinlich dann in dem Moment, wenn es soweit ist und tatsächlich Dinge zur Umsetzung kommen, was ein längerer Prozess sein wird. Ihre Veranstaltung gestern war eine sehr klassische Veranstaltung, wenn man so will. Man trifft sich in einem Raum und dann sind da tatsächlich die Leute, die miteinander reden. Wie smart ist das eigentlich für eine Smart City, dass man sagt, wir brauchen nach wie vor diese Treffen, wie bei jetzt der Diskutierbar, so heißt Ihre Veranstaltungsreihe, wo man sich im realen Leben trifft und solche Dinge, wenn es um Digitalisierung geht, nicht ganz smart übers Internet diskutiert. Wir haben das gestern auch witzigerweise besprochen, dass wir gesagt haben, wir reden hier über Smart City und wir reden über schnelles Internet. Ja. Wir hätten jetzt auch eine Videokonferenz machen können und alle schalten sich irgendwie von zu Hause aus dazu und diskutieren. Kann man auch machen, ist auch gut, dass das geht. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal von Zeit zu Zeit zusammenzukommen und face to face, von Angesicht zu Angesicht dann auch zu diskutieren. Ja. Weil dann viele Sachen nochmal, glaube ich, anders angesprochen, ausgesprochen werden können. Und von daher, smart zu sein ist gut, es ist alles gut, was schon technisch geht, aber ich bin auch große Verfechterin davon, immer mal wieder auch sich live und in Farbe zu sehen. Zumal ja, und das denke ich, darf man sagen, wir haben das jetzt seit ein paar Wochen auch schon bei uns im Programm begleitet, das ganze Thema Smart City jetzt so unumstritten dann wiederum auch nicht ist, weil man weiß, ein großes staatliches chinesisches Unternehmen, die Firma Huawei, wird da Aktien drin haben und ich vermute doch auch, dass der ein oder andere Bürger da Angst hat, was die Sicherheit seiner Daten betrifft und dass da nicht genügend Transparenz herrscht, oder, bei dem ganzen Thema? Das war gestern auch ein Thema. Also ich glaube, man muss sich sowohl mit den Chancen, mit den Vorteilen auseinandersetzen, aber auch gucken, was sind denn so die Risiken und was heißt das eigentlich? Das Ganze darf nicht im Ungleichgewicht sein. Also nur zu sagen, Digitalisierung ist schlecht und ist ganz furchtbar, ist falsch. Aber auch nur zu sagen, hurra, das geht jetzt alles, ist auch nicht richtig. Also das Gleichgewicht zu finden, ist bei dem Thema schon sehr wichtig. Und wir haben auch über Daten, Datenschutz gesprochen. Und die Frage, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Weil das schon ein Thema ist, was die Leute beschäftigt. Und da geht es teilweise technisch sehr in die Tiefe. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das Staat, dass Politik da auch Regeln aufstellt. Ja. Und dass für den Bürger vor allen Dingen auch, wenn Daten gesammelt werden, auch zu seinem Nutzen, dass er aber auch nachvollziehen kann, was sind das für Daten, was wird da gesammelt und was machen die eigentlich damit? Ja. Ich glaube, das ist wichtig. Könnte man denn, und das vielleicht als letzte Frage, dann sagen, dass eine Veranstaltung wie die Diskutierbar gestern Abend, wo es um das Thema Smart City geht, auch den Hintergrund hat, dass man die Bürgerinnen und Bürger, die so eine Geschichte ja auch mittragen wollen, vor allen Dingen ein Stück mitnimmt, gar nicht so sehr die fachliche Diskussion sucht, als vielmehr so eine Art Vertrauensbasis schafft für diese ganzen Themen? Das ist auf jeden Fall ein Punkt, weil wir reden viel im Parlament darüber und die Leute sehen, dass Politik sich damit gerade ganz viel beschäftigt. Alle sagen, das ist das Megathema, eines der Megathemen und das stimmt ja auch, aber die Leute wollen natürlich auch wissen, naja, was heißt denn das für mich eigentlich? Was macht ihr da? Und wenn ihr euch darum kümmert, ist das gut, aber was sind denn so die direkten Folgen? Und deswegen fand ich es gut, dass da auch viele Fragen gestellt worden sind. Es ging natürlich um die Frage auch, was heißt das eigentlich, wenn so ein chinesisches Unternehmen in Duisburg dieses Thema Smart City unterstützt? Ja. Das hat viele Vorteile, aber es wirft eben auch Fragen auf. Und es ist dann auch so ein bisschen so ein Blick in die Zukunft. So, was heißt das eigentlich in Zukunft und hat es auch für mich dann irgendwie negative Folgen? Ja. Ist auf jeden Fall ein spannender Blick in die Zukunft. Sarah Philipp, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, dass Sie heute Abend bei uns waren. Sehr gerne. Dankeschön.